Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ultra Force Enjoy the Difference. Ja, das werden wir gleich noch sehen. Mit dem Ultra Force Extreme DDR5 Intel i9 bla 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 bla, das sind nur die technischen Daten, für 4.739 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von Chagall Jens bei unserem Videovorschlägekanal auf Discord heute um 2.17 Uhr. Ey, hast du um die Uhrzeit nichts Besseres zu tun oder was? Egal, wir gucken uns das System mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das Gehäusebild, nichts Wildes, passt schon soweit. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse, das ist das Cooler Master Master Case H500P, ARGB, Mesh, das ist wichtig, weil das gibt es einmal mit Mesh und einmal ohne. Das wäre dann dieses hier, das hat eine Mesh-Front, wie der Name ja schon sagt, 2x200mm Lüfter in der Front, RGB beleuchtet und 140mm im Heck. Der ist leider nicht beleuchtet, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist scheinbar halt wie jedes zweite Case auch, hat eine Mesh-Front, hat vorne Lüfter drin, das ist schon mal gut, so dass der Airflow gegeben. Ja, passt schon, kann man machen. Muss optisch dann demjenigen gefallen, der sich das System kauft, ne? Und das kostet auch stolze 197,90 Euro bei Alster.de. Das ist eine Menge Schotter für so ein Gehäuse. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z790P Wi-Fi. Das bringt natürlich den Intel 1700 Sockel mit, wie es jetzt halt bei der 13. Generation ist. Ihr habt es ja eben im Titel schon gesehen, hier ist ein 13900K verbaut. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte ist einfach überdeckt. Die ist ziemlich fett, die Grafikkarte, ist ja eine 4090 verbaut. Und dann haben wir noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Karte oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss, Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Netzwerkanschluss, PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht benutzen und die Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht verwenden, nehmt die Anschlüsse der Grafikkarte, sage ich immer wieder dabei, weil es immer noch Leute gibt, die halt den Monitor an diese Anschlüsse anschließen und nicht an der Grafikkarte. Das Ding ist einfach, wenn ich über 4.000 Euro für so ein System ausgebe, nehme ich definitiv ein besseres Board. Mal ganz davon ab, dass die Spannungsversorgung für diesen Prozessor ein bisschen marginal ist. Also es wird funktionieren, wenn ihr den jetzt nicht wirklich eine halbe Stunde unter Vollast prügeln lasst. Wird schon gehen, ansonsten hätte ich ein ganz anderes Board genommen. Aber ihr könnt diesen Prozessor sowieso nicht auslasten wegen der Wasserkühlung. Ja, da kommen wir jetzt zu. Und das Board kostet 208,70 Euro bei ProShop.de oder 0% Shop, könnt ihr euch aussuchen, oder Galaxus, kostet überall das gleiche. Bevor wir zu der Kühlung kommen, der Prozessor ist ein i9 13900K. Das Schöne ist, da es ein K und kein KF ist, könnt ihr halt die Anschlüsse auf dem Mainboard benutzen, sofern die Grafikkarte mal irgendwie einen weg hat. Kann ja passieren, Grafikkarte geht kaputt, ihr wollt unbedingt noch an die Daten rankommen, vielleicht noch ein bisschen YouTube schauen, dafür reicht die integrierte Grafikeinheit locker. Ansonsten hat er 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 253 Watt reinschreiben, wenn der ungebändigt eingestellt ist, auch über 300 Watt. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Wie immer könnt ihr ganz easy auch schneller betreiben, sofern es nur 2 Riegel sind, wie es hier auch verbaut ist. Wenn es 4 Riegel sind, wäre ich damit immer ein bisschen vorsichtig, aber DDR5 6000 ganz easy, 6400 geht auch, sofern es eben 2 Riegel sind. Das ist immer noch ein sauguter Prozessor. Wenn ich aber so viel Kohle ausgebe, dann möchte ich dann einen 14900K drin haben. Der bringt jetzt nicht so viel mehr Leistung, ist klar. Aber es liest sich halt auch schöner. Ansonsten ist der natürlich für alles geeignet. Streaming, Gaming, Rendern, Videoschnitt, was ihr so alles machen wollt. Und der kostet 527,31 Euro bei Alster.de. Die Wärmeleitpaste ist die UltraForce Cool Powered by Arctic Silver. Ja gut, da kommt so ein Pünktchen drauf, habe ich jetzt nicht mit in die Geizhalsliste reingenommen. Kommen wir aber mal zu der Prozessorkühlung. Hier haben wir eine Corsair Cooling Hydro H115i IQ Elite RGB. Das Ding ist, hier auf dem Bild ist eine Capellix, die hat dann die beleuchteten Lüfterblätter. Ich habe jetzt halt die reingenommen, die sie da auch im Text beschrieben haben, die hat keine Beleuchtung. Zumindest keine auf den Lüfterblättern, sondern nur hier auf dem Pumpenkopf. Hier muss man aber noch dazu sagen, dass der Text sowieso ein bisschen komisch ist. Also der Corsair Hydro H115i ist ein All-in-One RGB-CPU-Kühler für Flüssigkeiten mit einem 140mm Kühler. Ja, es ist sehr verwirrend. Sie meinen mit den 140er natürlich halt die Lüfter. Da sind 2 Stück von drauf, dann habt ihr also eine 280er Wasserkühlung.
Eine 280er Wasserkühlung ist jetzt nicht schlecht. Klare Sache. 360er wäre noch ein Ticken besser gewesen. Wenn sich dieser Prozessor 300 Watt reinpfeift, kriegt ihr das mit der sowieso nicht mehr gekühlt. Deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen machen wegen den Spannungswandlern auf dem Board. Fürs Gaming oder hier und da mal ein Video schneidern oder rendern oder ein bisschen Streaming, ja, ganz easy funktioniert das. Aber wie gesagt, ihr könnt nicht das volle Potenzial von diesem Prozessor einfach ausschöpfen. Da bräuchtet ihr dann irgend so eine Custom-Wasserkühlung mit zwei Radiatoren und so einen Scheiß, ne? Deswegen lasst es euch nur gesagt sein. Weil wenn ich das Thema nicht anspreche, kriege ich halt immer einen drauf in den Kommentaren, deswegen sage ich es jetzt halt dabei. Und die kostet 144,32 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090, hier steht aber halt nicht, welches genau wird. Deswegen nehmen wir immer die günstigste, ist die von MSI, gerade die Ventus 3X 4090, immer noch die stärkste Grafikkarte am Markt, Standpunkt jetzt, ne? Wenn es irgendwann die 50er Serie rauskommt, dann sagt nicht, du laberst scheiße, sondern jetzt gerade ist es halt wirklich die 4090. WQAD und 4K Gaming ganz easy mit dieser Grafikkarte, es kommt auch immer drauf an, was erwartet ihr, wie viele FPS wollt ihr haben, was habt ihr für einen Monitor, pipapo, ne? FPS ist dazu in der Videobeschreibung. Und die kostet 1.739 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist DDR5 64 GB, 5600 Kingston 2x32 GB. Der auf Leistung ausgelegte Desktop-Speicher wird aus handverlesenen Komponenten hergestellt, meine Fresse, und rigoros auf Stabilität und Kompatibilität getestet. Naja, es ist halt 64 GB RAM, 2x32 GB, also Dual Channel, 5600 MTS, CL36. Ist jetzt halt nichts Besonderes. Es ist irgendwo okay. 64 GB erwartet man bei dem Preispunkt, 5600 MTS ist die Spezifikation von Intel. Auch ganz easy, wie gesagt, 6400 oder auch 6000, da könnt ihr da auch einbauen, habt da sogar noch ein bisschen was von CL36. Naja, immerhin haben sie nicht CL40 genommen. Es gibt halt noch CL32 und CL30 Speicher. Der kostet auch nicht so viel mehr. Ich hätte ihn dann halt genommen, kostet so 10-20 € mehr gegenüber dem jetzt. Der bringt auch schon Intel XMP 3.0 und AMD Expo mit, von daher ist es auch wurscht, wo ihr den benutzt, sei es ein AMD-System oder Intel, das passt schon, aber wie gesagt, nehmt CL30. Und der kostet 219,89 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB. Samsung M.2 PCI Express NVMe Gen 4 980 Pro Basic. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 1 TB bei 4000 €. Lasst es einfach. Kommt ihr nicht weit mit, würde ich mir locker schon mal 2 reinschmeißen, wenn nicht sogar 4 TB. Qualitativ gibt's da gar nichts zu meckern. Ist okay, die SSD, kann man so machen. Aber halt 1 TB, ja, ist halt nichts. Und die kostet 94 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Dark Power Pro 13000 Watt 80 plus Titanium. Das Ding ist, das Dark Power Pro ist das 1600 Watt. Es gibt halt ein normales Dark Power und das hat dann 1000 Watt und auch Titanium. Und ist auch aus der 13. Generation. Das wäre dann dieses hier. BeQuiet Dark Power 13000 Watt RTX 3.0 heißt, bringt auch schon den neuen Stecker mit, wenn es wirklich das Netzteil ist. Für die Grafikkarte, die hier drin ist, die 4090, 1000 Watt reichen ganz dicke. Es ist voll modular, es hat 10 Jahre Herstellergarantie, es hat Titanium Standard. Ist schon ziemlich krass, das Netzteil, aber bei 4000 € kann man es ruhig machen. Man verbrennt ja sowieso sehr viel Geld, da kann man auch direkt ein geiles Netzteil nehmen. Und das kostet 240,10 € bei Aqua Tuning, hier hätte auch ein 850 Watt Netzteil gereicht, ich wollte es nur gesagt haben. Was natürlich geil ist, 5 Jahre Ultraforce Garantie, zu jedem Ultraforce PC-System erhalten sie unsere 5 Jahres Garantie. Das kann man natürlich auch noch irgendwo berechnen, wenn man jetzt zum Beispiel von 2 auf 3 Jahre geht bei anderen Anbietern, bezahlt man dafür 50 bis 70 €. Wenn man das jetzt wirklich pro Jahr nimmt, sind das ungefähr 210 € oder was. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das mit draufrechnen wollt. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.371,22 €. Und das System kostet 4.739 €. Das heißt, ihr bezahlt hier nur für das Zusammenbauen und die Garantie halt, ja? Über 1.300 €. Ich dachte letztes Mal schon, Hightech wäre krass. Aber das ist richtig krass hier. Für 1.300 € bekommt ihr nochmal eine extra Grafikkarte on top theoretisch, ne? Also vielleicht eine 4080 oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Da bekommt ihr auch ein eigenständiges Gaming-PC-System für Full HD. Das ist einfach nur krank. Und ich bin froh, dass mir sowas vorgeschlagen wird bei mir im Discord, weil sonst würde ich die Sachen wahrscheinlich gar nicht finden. Also zumindest bei dem System würde ich auf jeden Fall warnen, aber ich glaube, ich gucke mir diesen Shop nochmal richtig an, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da alle Systeme nicht ganz so günstig sind. Aber hiervon auf jeden Fall die Finger lassen. Ich zeige jetzt auch keine Alternative. Nehmt irgendein System von Dubaro, Krotos, MyPC oder sonst was und da schaut ihr dann mal nach einer 4090 und einem 14900K und dann schickt ihr das in die Videovorschläge und dann kann ich gerne nochmal ein gesondertes Video machen, weil das hier ist halt schon High-End. Und da gibt es eine Menge Alternativen auf dem Markt, deswegen, also wenn ihr euch da wirklich noch was wünscht, dann schreibt es einfach da rein, dann mache ich nochmal ein Video
Video, wo ich dann sagen kann, okay, wenn ihr über 3000 Euro ausgeben wollt, mache ich gerne nochmal ein Video dazu, was ein gescheites System wäre. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.